befinden uns gerade in Veli Kotorno, wollen hier mal einen Zwischenstopp machen, später dann uns hier die Burg anschauen. Hier sieht man hier im Hintergrund auf dem Hügel. Aber jetzt wollen wir erstmal die Altstadt erkunden. Und was essen. Ich wollte gerade sagen, die Altstadt geht so langsam los. Hier sieht man schon die ersten alten Häuschen, die wieder hübsch gemacht wurden. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Wir sind cooler. Wow. Yeah. Zeigt uns dann mal noch. Kette und Pfeife. Alles Du stehst neben einer Ikone, neben einem Ikonenmaler stehst du, Madita. Da guck mal, was der malt. Komm mal rum. Ja, solche Gottesfiguren malt der. Der hat einen Pinsel in der Hand. Madita. Wir wollen jetzt was essen. Ist vielleicht besser als näher in Spielplatznähe, ne? So, wir müssen anbauen. Wir passen selten an einen Tisch. Ja, aber es ist super. Madita kann schaukeln und wir können in Ruhe Essen bestellen. Getränke sind da. Was ist Apfel? Holunderlimonade und Minzlimonade. Minze, alle. Ich bitte auch. Das ist, glaube ich, die Minze. Das ist leer. Tja, Kalle, das ist tragisch. Ich geb's mal dem Tino rum. Wow, Zitrone! Zitrone ist drauf, genau. Lena, rührt auch mal um, bitte. Kalt? Unsere Juli ist die bulgarische Gurkensuppe, ist eine kalte Suppe mit Gurken, Walnussstückchen, Dill und Öl und Joghurtsoße. Und die ist wahnsinnig lecker und erfrischend. Der Tino hat Omelett. Und unser Kalle ist ein Wrap mit Hühnchen.
und Gurke. Hühnersuppe. Dann lass uns erst mal schmecken. Ist das süß? Da gibt es eine Pizza. Ein Kännchen mit Mayonnaise und Ketchup dazu. Ist ja niedlich. Und das Omelette bei der Lena, das wird ja auch Mama spitzen. Nein, Papa! Ja. Ja. Scheiße? Ja. Das macht das geil! Oh! Darf ich? Heiß! Stuffy Käse. Ich essen. Ich bin gerade am Karten auswählen für unsere Patreons, die uns unterstützen. Die bekommen jetzt aus Bulgarien von uns eine Karte geschickt. Den Weg zur Burg gehen wir. Und zu welcher Burg? Zu der oben. Ach, zu der da oben. Und wie heißt sie? Weiß ich nicht. Wir reichen das nach. Hoch, zur Burg. Ich habe mir den Namen der kleinen Festung nicht gemerkt. Mensch, Rena. Das Interessante jetzt ist, dass wir eigentlich da vorne um die Ecke parken und so gerade hoch zur Burg könnten, wenn es denn einen Weg gäbe. Aber nein, wir müssen jetzt hier fast bis in die Stadt zurückgefühlt, um dann mit der Anne hier hochzusteigen und dann in den Eingang von der Burg reinzugehen, weil der so langgezogen nach vorne geht. Das sehen wir bestimmt nachher noch besser. Der Kalle wird getragen. Ich habe unsere schönen Tickets geholt. Einmal für die kleinen Kinder, einmal für die großen. Tino angebummelt. Wir sind schon hier oben. Julia auch, dreh um. Achtung, Kopf ist schon eine rote Markierung hier. Scheint sich mal welche wehgetan zu haben. Ja. Ja, ich muss auch aufpassen. So. Ach, das ist so. Ach, da hatten sie ja mit Tisch. Die Wachmänner hier. Oh wow, Juli. Wow. Oh mein Gott. Das hier an. Wow. Ja, ich bin auch. Aber
Naja, haben sie halt so. Jetzt wie echt aussieht. Ein Ritter? Rittermarin Madita, willkommen! Das Schloss gehört mir. Im Schloss oder in der Burg von Veliko Tornow. Wir haben hier alles im Griff. Kann nichts mehr passieren in Bulgarien. Sehr cool. Guck mal, da kann man zuvor. Da ist sogar noch ein Schild. Das Schild mit Schwert, genau. Und hier jetzt nochmal. Pfeil und Bogen. Und der Ausblick, ist ja gigantisch, ey. Oh, wow. Ich bin noch nie gestorben. Das war gar nicht. Und? Jetzt schon? Du bist tot. Nein. Au. Going. Plötzlich ist so ein Sturm da. Aber wir sind gleich oben. Wir haben es gleich geschafft. Ah, hier ist der Eingang. Gucken wir doch mal rein. Ich hab eine Zeile. 0,55 habt ihr dann. Kleingeld. Du musst erst Geld reintun. Ich glaube, dass der Kalle nichts tippt. Der Kalle wird nichts tippen. Okay. Kommt es wieder raus. So. Nee, das kommt ja nicht raus. Schön, dass es gut war. Es steht in Schweizer Franken da. Interessant. Schweizer Euro? 2 Euro. Und jetzt? 55. Ja? Nein. Oh. Das ist auf Deutsch, da steht in Bulgarien. Da, da ist er noch. Bin ich auch? Auch! Hab sie! Auch! Ja, das Ding wird dann weggeschleppt. Auch! Was raus? Ich hab noch ein Ding. Ich hab mich an einen Kaffeeautomaten gestellt. Auch! Vorzüglich. Schöner, kalter Cappuccino. Mhm. Das ist hervorragend, oder Lena? Lecker. War jetzt Premiere. Wir hatten nur 2 Level. Das erste Mal Getränke kaufen am Automaten. Ja, ich nehme keine Kreditkarte. Wir haben jetzt bloß für eine Flasche gerade Münzen gehabt. Ich hatte Münzen für unseren Cappuccino. Das war die Knacke, Lena. Lena, das ist die Knacke. Super. Das ist die Knacke, Mann. Das war die Knacke. Что ли булгарский бир? Велику Тарлову дочь тетю лучше. Талтенбер, Раде Боэль, Бритос. Если дочь Булгария, бир, дочь технологии. Кинг, Швейк, ау, Раде Боэль, Талтенберг. Auf der Burg waren wir gerade, jawohl! Und jetzt sind wir zurück beim Auto. Gleich noch um die Kurve. Und tanzen schon! Auch das ist Vanlife. Ja. Heute Abend Kauflandparkplatz. Wir waren jetzt nach unserer Burgbesichtigung noch ein bisschen was einkaufen. Plötzlich war es schon 20 Uhr durch.
Und hier am Kaufland ist, ich zeige es mal. Die Lena. Na, ist auch die Lena, ja. Aber hier ist ein Spielplatz, so schön eingezäunt. Und unsere Kinder, vor allem Kalle und Madita, die haben jetzt hier abends noch ewig wunderbar schön gespielt. Ich zeig das nochmal weiter weg. Geht weiter. Ja, und haben wir spontan beschlossen, heute mal Übernachtung auf dem Parkplatz. Da gibt es dann morgen früh frische Croissants aus dem Kaufland. Guck mal, mit Vorgarten. Mit eigenem kleinen Vorgarten. Ja, stimmt, da gibt es morgen früh frische Brötchen. Ja, genau. Das ist doch wunderbar. Super, ne? Mhm. Ja, auch das ist Vanlife. Man steht nicht immer mitten in der Natur. Aber so ist auch mal nett. Weil, wenn man abends spät ankommt, stört das nicht. Sieht nicht immer aus wie bei Instagram. Genau. Außerdem hat es Kaufland WLAN. Das kommt auch immer gut an. Gute Nacht. Gute Nacht.